So, herzlich willkommen zurück zu Cinematronicus. Beim letzten Mal sind wir aus Kolonie aufgebrochen, um unsere Reise als besten Kumpels anzutreten. Und wir haben ein paar Visionen gesehen, die nicht so schön waren. Okay, hier vorne ist die Zielmarkierung. Ich wollte extra nicht durchgehen, um nicht für die Folge die Cutscene zu triggern. What on Bionis are those? Das, mein Freund, sind Ameiseneier. Monsters egg sacs, I think. But it looks like there are Mechon parts inside as well. Jo, die gehören dann, ey, Moss. Man, what kind of monsters are they? Ich würde da nicht so nah rangehen, Alter. Probably some type of arachno. Oh, da haben wir die Vision direkt nochmal. Yippie. Ryan, get back! Ah, das hält ja auch Zeit sein. Na, fucking großartig. No. If that vision comes true, then Ryan, I've got to find him. Übrigens, ich hab dem Schulk jetzt auch mal eine Rüstung gegeben. Und ich konnte es einfach nicht mehr tragen, dass die Junge ganze Zeit oberkörperfrei rumläuft. So, das haben wir schon gesehen. Natürlich irrelevant. Ab geht er. Komme ich überhaupt hoch? Ah, natürlich nicht. Ich dachte schon, ich könnte mal da oben das Zeug holen. So viel dazu. Okay, nehmen wir lang. Oh, shit. Ich renne nur nicht vorbei, lieber Eier. Nichts Problematisches. You think just don't give up, do ya? Wieso killt er sie nicht einfach? Das sind nur drei. I've got to hurry. If I can get up there, I should be able to reach him. Nein, ab dafür. Quatsch nicht so viel. Let's go. So, klettern, das ist eine sehr schöne Mechanik. Wird nicht ganz so oft im Spiel gebraucht, wobei ich ganz froh bin. Weil manche Klettersachen sind nicht so gut zu erkennen. Komme ich doch irgendwie legitim hoch? So, das muss ich kurz mitnehmen. Uff. Na, mal schauen, ob der Ryan aus der Sache nochmal rauskommt. So, gibt's drüben irgendwas von Belang? Probieren wir es mal runterspringen. Nicht zum Hochspringen. Das ist sehr doof. Aber gut. Schuck! Where are you? Ryan! Ryan! There's too many of them. I kill one and 10 more pop up. What's this? The power of the Monada. Look out! Glad one of us figured out these things to try and ambush. Jawohl, let's go. Und dieser riesige Monster will einfach alles zerflexen jetzt. Schulk hat genau herausgefunden, dass er die Zukunft ändern kann. Was überhaupt nicht thematisiert wird. Schulk, Schild, neue Technik erlernt. Ab sofort wirst du Gefahren, die dich im Kampf erwarten, voraussehen können. Der Visionsbalken stellt alle wichtigen Details zum bevorstehenden Angriff dar.
was es ist, ob es töten wird oder wie hart es treffen wird und wie viel Zeit ich noch habe. Die Schriftfarbe verrät die Natur der Attacke, die gegen anwenden wird. Spezial physisch Äther, okay. Nähere sich einem Mitstreiter und drücke B, um ihn vor einem zukünftigen Angriff zu warnen. Eine Warnung verbraucht bei den Gruppenleisten. Du hältst Zug auf alle Techniken des gewarnten Gefährten. Angriffstechniken werden automatisch auf den Visionsbalken an die kündigen Gegner gerichtet. Okay. Also entweder ich kann durch die Kraft des Monados die Zukunft ändern, wenn ich sie sehe, oder indem ich den Gefährten Bescheid sage und ihn das machen lasse. Jau. So, Arachnoquetscher auf Schulk. Würde fast töten. Ich muss erst direkt mit dem Schild anfangen. So. Okay. Moment, nein, das wollte ich nicht. Fuck, was auch immer. Ich hab die Zukunft eigentlich schon geändert, glaube ich, oder? Egal, pass mal auf, ich mach mal. Vernichtet alles! Vernichtet einfach alles, ich sehe absolut nur durch. Und. Nein! Ah, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ha! We almost got him! Nice! Leben ist eigentlich ein bisschen easy gerade. Komm ich ran! Verpiss dich! Oh, ich kann mich bewegen. Ungünstig. Fuck! Ich muss an den Randkorb versucht. Vielleicht. Mann, ich komme an die Spinne ran. Jetzt aber. Let's go. Zeit noch nicht auseinander zu wichsen. Uff, da scheint noch relativ viel Leben zu haben. Das könnte dauern. So. So, das Schlimme ist, dass auch mal so viele neue hier von kommen. So, und so, und so. Boom. Ah, ja gut. War, ist nicht der Wahnsinn. Gruppenbalken fühlt sich zwei Leute auch nur sehr schwach auf. Das Vieh hat sich auch schon zu Tode gebufft. Ah, oh, nicht schon wieder. Arachnoquetscher auf Ryan, der dürfte überleben. 2400, ist das denn ernst? Nee, ich warne jetzt nicht. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck. Nein, nein, nein. Egal, er kann es ertragen. Kann er noch Angriff aushalten? Fuck. Egal, nicht so schlimm. Ich muss nur um mich zu ihm kommen. Okay. Und weiter geht's. Nein, heil ihn doch. Ich kann ihn nicht heilen. Das ist zum Fick. Oh Mann. Wie viele von diesen Viechern gibt's denn hier noch? Guck mal fast. Ja, okay, wir haben ihn fast. Ich kann mich halt nur so kacke bewegen mit dem Missy. Ach du Scheiße, okay. Nein, nicht auf mich. Bam. Mystery. Looks like the Monado works on more than just Mekon. I gotta say, that's pretty awesome. Ryan, I just realized something. Huh? The future I see, it isn't set. I think it's more like a warning. A warning? Yeah. A warning about what will happen. What will happen if I don't do anything? Or if I can't do anything? So I can use this power to change the future. And that's exactly what I intend to do. You've got my vote. And if you really can do that,
I think Fiora would have liked it too. Ja, Fiora würde es auch gefallen. Zu blöd, dass ich von dieser Fähigkeit nicht mehr so viel Gebrauch machen kann. Yeah. Right, let's get moving. We're nearly at the Bionis knee. Ich bin schon fast da draußen. Was? Ich war kaum hier drin. Spezialitäten des Schild abwehren. Ja, ist klar. Habe ich verstanden. Talentverknüpfungen, das ist schon interessanter. Harmonierende Charaktere können von den Talenten ihres Partners profitieren. Mhm. Drücke im Talentbombelschirm 1, um die Verknüpfung aufzurufen. Hä? Was? Ich dachte, du kommst auch ein bisschen mehr. Also, jetzt ist wohl nicht von Nützlichkeit, mir noch ein bisschen mehr zu erzählen. Weg mit dem Schund. Dann kann ich ja mal spaßeshalber nochmal ins Technikmenü gehen. Oder eher ins Sandbomb-Menü. Durch 1 hat er gesagt, Verknüpfungen. Achso, das ist jetzt fertig. Mittlere Rüstung, okay. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch Schulk. Okay, er hat jetzt das. Was hat Ryan denn? Er hat mittlere Rüstung und maximale KP. Kann ich denn jetzt. Ach, stimmt ja. Man ist auch immer in diese Runden und Dingstechniken unterschieden. Ach, das ist natürlich jetzt belastend. Mittlere Rüstung, okay, ja, das hat er ja schon. Also von Schulk bräuchte er jetzt was Viereckiges. Und Schulk. Na, nein. Bräuchte. Was kann er haben? Was Rundes. Maximale KP. Cool. Er hat das maximale KP von Ryan. Kann ich gut finden. Bitteschön. Schulk 5% mehr KP. Oh mein Gott. Licht. Ja, Freunde, da geht's noch ein bisschen hoch. Wow. No matter how many times I see this, I never get used to it. On the other side of those clouds. Yep. It's our enemy. Mekonis. Hmm. Our enemy. Oh, die Mechons chillen ja schon wieder rum, was? Diese kleinen Spitzel. Okay, der fliegt aber nicht Richtung Mechonis, sondern Richtung Bionis. Es ist keine Drohne da. Das heißt, auf dem Bionis sitzt gerade einer der Mechons. So wie das aussieht. Yo. Lass es dir schmecken, Alter. Herzlichen Glückwunsch. Da wartet schon wieder einer von den Typen auf uns. Die werde ich gleich bekämpfen können, so richtig. Yippie. Mal gucken, ob wir das diesmal hinbekommen, so einen zu killen. If we just came up the Bionis shin, then this must be its kneecap, right? Yep. Which means Colony 6 is up ahead.
Looks like we can climb up there. Great. I love a good climb. Klettern mit so einer riesigen Ramme auf dem Rücken muss bestimmt super lustig sein. Everyone, let's go. Let me at him. Jetzt müssen wir sehen, dass sie das getötet. Und verpiss dich. So, Harmoniegespräch. Mal gucken, was für die beiden ist. Nein, okay. Ja gut, ansonsten geht ja gerade nicht so viel. Hüp. Ich wünschte, ich könnte so klettern. So, schon mal ein bisschen hier einsammeln. Wenn man schon mal da ist. Ich glaube, ich werde diese ganzen Sammelsachen einfach mal offscreen machen. Ist dann ja Bock mit zu gucken, wie ich ewig so eine Ebene renne oder sowas. Kann ja sein. Okay, viel spannender ist das, wird es gar nicht. Der Beinpass. Da brauche ich direkt einen Beipass. Und der Ragnar-Klamm. Man kennt sie. Also jetzt bekannt in dieser Welt, diese beiden Orte. Und da warten auch schon direkt Quests. Und welchen Namenlosen auf uns? Ein Homsreisender, was ist da los? Ja, was auch immer du bist. Beinardons. Okay. Ist doch was? Ja. Jo, da gibt uns wieder unnötig viel Quests. Da geht noch was. Total geil. So. Und noch einer. Ich glaube, das ist im Spiel nicht so gewollt, dass man die Quests ineinander annehmen kann, aber ja. Das passt schon. So, der Händler. Jetzt bin ich einmal gespannt. Was hat der Händler für mich so auf Lager? Einkaufen, jo, das sehe ich absolut so. Was? Okay. Die Scheiße, die er verkauft, scheint nicht wirklich besser zu sein. Okay, doch, teilweise schon. Ich hätte das Geld auch theoretisch. Das ist sogar viel besser. Priri-Anzug. Drückt ein bisschen die KP. Okay, aber alles in allem scheinen die Sachen ja wirklich fett zu sein. Rekappe. Wie sieht es bei dir so aus? Ether ist bei ihnen nicht ganz so wichtig, hoffe ich. Ether Abwehr 49. Ja, kaufe ich auch so eine Rekappe. Auch direkt besser. Ne, jetzt lasse ich mal lieber so. Boah, das würde auch so den Angriff so runterdrücken, aber meine Abwehr so verstärken. 20 Stärke würde das runterdrücken, aber ich hätte auch einen Sockel drin. Wenn ich anfangen würde, ordentlich jetzt den Sockeln zu arbeiten, dann wäre es bestimmt kein Problem. Wie viel Geld habe ich jetzt gerade eben gelassen? Sehe ich das irgendwo? Ja, ich habe gerade zumindest Geld hier gelassen, also. Es sah vielleicht doch nicht so übel, dass ich bisher kein Geld ausgegeben habe. So. Priri-Kappe für dich und Priri-Hose für dich. Und dasselbe hier nochmal. Es drückt sinnlos meine Stärke runter. Eigentlich gar keinen Bock, sowas zu benutzen. So, Priri-Anzug, Priri-Kappe. Okay, dann gehe ich nochmal die Sockel durch. Ich durfte zwar nicht so viele frei haben. Achso, die hat doch Ryan gerade alle drin. Ich gebe ihm trotzdem die Stärke. Aber der Rest kann bleiben, wo er ist bei Ryan gerade. Vielleicht kann ich ja mal die Kollektion durchgehen. Vielleicht bekomme ich ja ein bisschen was. Müsste ich allerdings auch ein bisschen was für sammeln.
Das Ebenenleben. Herrlich. Oi, Shulk, look over there. Yo, ich gucke. Smoke. Maybe someone's got a fire going. Hope they're cooking up something good. Ich finde das so witzig, jetzt wo die Texturen HD sind, so diese Ebene, sieht es aus mit diesen kleinen Büschen so, als ob da einfach gar nichts wäre, total geil. It's hardly a good spot for a barbecue. Come on, let's take a look. Ja, safe oder in der Grill. So zwischen ein paar Ebenenmonstern. Kann man machen, muss man aber nicht. So, Äther-Typen greifen an, sobald Äther eingesetzt wird. Das kann mir sowas ein Ritze sein. Zumindest jetzt. Tochter-Armer. Was zum Teufel bist du? Du bist doch so groß. Nee, okay. Bein-Arredon. Sorry, dann musst du sterben. Let's have a go. Oh Gott. Das ist für mich. So, ich das. Mann, manchmal tut er Backslash und richtig, das ist richtig frustrierend. Zack. Und da geht noch was. Was? Wie viel Schaden macht der? Was zum Fick? Verpiss dich. Alter. Drückt ihm einfach den Todesschaden. Nein! Ah, was auch immer. Deine Backslash hat komplett rausgerissen. Zack. Zack. So, ich bin hier im Monado-Spam. Nein, ich doch nicht! Was auch immer. Ey, da gibt Money! Dieser verfluchte Ehrenmann. Oh, es geht noch weiter. Da hat noch einer Bock. Ja, Ryan, greif doch ran. Was zum Fick, Ryan. Komm, gib ihm. Ryan, greif irgendwie nicht an. Ich glaube, das ist langweilig hier. Na ja. Was zum Fick? Alright, I'm feeling it. Hat man irgendwie keinen Bock zu kämpfen? Was ist da los? Sinnlos. Aber komplett sinnlos. So, die kleinen Viecher waren jetzt nicht mein Ziel. So, ich gehe jetzt nochmal in mein Skill-Menü. Dabei dürften ja auch schon wieder einige Techniken da sein. Und bei Ryan dürften jetzt auch mehrere Techniken verfügbar sein. Okay, nein, noch hat er alles drin. Was ich level ist, glaube ich, schon fast egal, oder? Ne, Wachdienst, brauche Animas, Kriegsschwung, Zorn, ist alles kacke. Allgemein, Ryan-Settings sind echt nicht so geil hier für 800. Der Niederschlag wird ja immer mal irgendwann brauchen. Das ist ziemlich sicher. Schulk, Schattenauge, Schlitzklinge. So, Schlitzklinge und Rückschlag. Beide ein bisschen stärker, sehr gut. Wo waren die Kollektionen? War die hier? Ja. Ah, jetzt ist es schon zu früh, sowas einzutragen, aber. Ich hätte ganz gern. Ein paar Juwelen. Tempo 3, jawohl, wer sagt's denn? Agilität, sehr schön. Man sagt danke. Giftschutz, da sagt man nicht danke. Äther. Elsiges Insekt fehlt mir. Das ist bestimmt Riesenhornisse. Und Stärke 2, yippie. So, Tefra-Höhle ist jetzt noch nicht so. Giftschutz, ja. Braucht es nicht unbedingt.
langsam Resistenz. Ja, das ist schön. Maximaler Angriff. Hm. Kann gut sein. Minimum Angriff, okay. In der Combo ist es schon okay. Das war nur der Anfang. Drücke ich in meine ganzen neuen Sachen rein. So, Stärke. Min-Angriff, Max-Angriff muss, glaube ich, immer in die Waffe rein. Also mache ich das auch mal. Dabei kann ich woanders die Stärke reindrücken. Oder kann ich? Jo. Es gibt Sachen, die können nur in die Rüstung und manche Sachen können nur in die Waffe. Was auch Sinn macht, finde ich. Agilität, physische Abwehr, Giftschutz, Tempo. Ich glaube, schnell laufen ist noch nicht so wichtig jetzt. Ich nehme lieber Agilität. So, was kann ich dir jetzt noch großartig geben? Ether, das wird unbedingt brauchen, ganz sicher. Also für Ether nutzt. Jo, ja, langsam Resistenz, warum auch nicht? Vielleicht noch eine Giftresi. Ah, ja, Tempo, ja, nicht so. Na, ist nicht so wichtig. Auf geht's!